Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei Mario Kart 8. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Morgen wahrscheinlich. Beziehungsweise, ne, wenn ihr das später guckt, dann natürlich trotzdem einen wunderschönen guten Tag. Der Mario Kart 8 Morgen, yeah! Gestern kam kein Mario Kart 8 Morgen, das hatte den einfachen Grund, dass ich nicht mehr dazu gekommen bin, noch ein paar aufzunehmen. Was aber auch nicht so schlimm war, ich habe gestern einfach mal zwei Videos gebracht, das war dann auch in Ordnung. Ich meine, ist ja auch immer alles Arbeit, ne? Und das, bin halt erst nicht dazu gekommen, wegen diversen Gründen, und dann dachte ich mir im Nachhinein aber so, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt spielen wir wieder Mario Kart 8 und was gibt es so zu bereden? Einmal fürs Projekt vielleicht an sich. Und zwar, ich habe ja eigentlich, also, es war ja relativ, ohne jetzt großartig drüber nachgedacht zu haben, erstmal so ein tägliches Projekt. Warum ist da eine, da kann man fliegen, krass. Irgendwie ist ja gerade nicht gedriftet. Ich weiß nicht ganz genau, woran das lag. Natürlich trifft mich die Grüne. Wie krass, was scheiße war das denn? Was ist denn hier los, ey? Okay, letzte Runde, jetzt zählt es. Erstmal war das ja so ein quasi tägliches Projekt. Ich bin allerdings einfach der Tatsache geschuldet, dass ich so ein bisschen über meinen Kanal nachgedacht habe, halt zu dem Entschluss gekommen, dass ich wahrscheinlich jetzt mich dazu entschließe, dieses Projekt zweitägig zu bringen. Was bedeutet, also, ne, geplant zweitägig. Warum? Ganz einfach. Der hinter mir hat eine rote, das gefällt mir natürlich. Oh, okay. Ganz einfach, weil ich gerne auch noch Minecraft-Videos bringen würde, jetzt mal wieder Ender Games. Es gibt da auch ganz viele andere Spielmodis und die würde ich gerne wieder regelmäßiger bringen und das würde sich dann einfach immer abwechseln. Ja, das war eigentlich jetzt alles, was ich bei dem Rennen sagen wollte. Toller Fehlstart. Es geht halt einfach darum, dass ich, ne, gerne Minecraft-Videos wieder bringen würde, regelmäßiger. Und diese würden dann halt einfach am zweiten Tag immer kommen, also abwechselnd. Ich denke, damit kann auch jeder leben. Ihr könnt ja auch sehr gerne in die Minecraft-Videos reingucken, auch wenn ihr sowas vielleicht sonst noch nie geguckt habt. Guckt einfach mal rein. Das ist sehr lustig, das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen PvP meistens. Es macht schon sehr viel Spaß. Und ja, ne? Und wenn ihr nicht wollt, dann guckt halt nicht rein, das ist auch in Ordnung. Aber danke, das ist. Ich würde das gerne machen. Danke. So, und das war's eigentlich. Ja, keine Ahnung. Ansonsten projektmäßig läuft halt momentan alles noch, ne? Tomodachi Live. Wissen wir nicht, wie viele Parts das haben wird. Bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt noch nicht so die. Ich habe noch nicht so das Bedürfnis, aufhören zu wollen. Und es gibt auch noch relativ viel, was wir da erleben können, denke ich mal. Das einzige Problem ist halt, ich brauche mal mehr Bewohner, damit da auch mehr Action ist. Daran werde ich mich jetzt auch setzen und dann läuft das auf jeden Fall. Und ja. Ja, keine Ahnung, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ja, NES Remix 2 wird auch noch länger dauern, also bestimmt mindestens, weiß ich nicht. Also ich bin noch echt lange damit beschäftigt, glaube ich. Das, ist halt einfach so, ne, ist halt ein Projekt, da schneide ich nicht, da mache ich nichts, da spiele ich einfach nur diese Spiele und versuche die Regenbogensterne zu kriegen. Das belegt halt einfach den Kanal und deswegen halt diese Regel zweitägig, damit ich halt, weil NES Remix 2 zweitägig bringen will ich nicht, weil das dauert ja dann ewig. Und deswegen machen wir es halt so. Und Tomodachi Live natürlich auch weiterhin täglich. Ich würde halt einfach sehr gerne diese drei Videos am Tag irgendwie hinkriegen. Es könnte durchaus sein, so vielleicht auch heute, dass mal vier Videos an einem Wochenende kommen, dass dann Mario Kart und Minecraft einfach gleichzeitig. Alter, was ist denn hier los? Dass Minecraft und Mario Kart 8 einfach gleichzeitig laufen. Also, ne, wie gesagt, dann halt vier Videos. Oh, scheiße. Es ist total scheiße gelaufen jetzt. Aber das soll halt nicht die Regel sein. Ne? Und weil ich ja auch gerne mal neue Projekte in Angriff nehmen wollen würde, muss ich da halt irgendwas dran schaukeln. An dieser Täglichkeit. Allgemein frage ich mich, wie
andere Kanäle das machen. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt ein neues, also, ach, ja, die, ich weiß nicht, da laufen die Projekte, glaube ich, nicht so lange, oder? Die heutzutage Projekte, sind heutzutage Projekte, nee, das kann man so auch nicht sagen, kürzer wie früher? Nee, oder? Weil ich habe immer das Gefühl, auf anderen Kanälen ist immer die mega Abwechslung und bei mir sind immer 5 Jahre lang die gleichen Projekte. Das ist irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht. Das ist so. Mir kommt das immer so vor. Weil. Ja. Keine Ahnung. Und ich bin halt am Überlegen, ne? Ich würde gerne die Pokémon Feuerrot oder Blattgrün Edition spielen. Gerne als Randomizer. Halt aber nur mit den ersten 150 Pokémon. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich an eine ROM komme, wo das so eingestellt werden kann, beziehungsweise wo das dann so eingestellt wird. Da lasse ich momentan mal nachfragen. Das wäre auf jeden Fall cool, das würde mich sehr freuen. Aber so ein Projekt kann ich halt nicht starten, weil, ja, ne, wo und wie, habe ich ja gar keinen Platz für. Das ist irgendwie komisch. Ja, und wahrscheinlich muss man irgendwie einfach auch mal so Projekte dann sich abwechseln lassen oder so. Wobei das halt irgendwie nicht das ist. Also, ne, bei Mario Kart und Minecraft ist es jetzt kein Problem, weil das sind ja keine Let's Plays, die irgendwie so, ne. Also, es ist jetzt egal, ob Mario Kart jeden Tag kommt oder 5-mal in der Woche oder nur 2-mal. Ist halt Mario Kart. Wenn das kommt, kannst du es gucken, fertig. Bei den anderen Dingen ist es immer so, ja, das hat halt noch irgendwo einen Zusammenhang und da. Jetzt NES Remix 2 nur alle 2 Tage zu bringen, das würde sich für mich komisch anfühlen. Klar, wenn es mal ausfällt, aber selbst dann ist es ja auch scheiße für mich. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Also ich finde es komisch. Vielleicht habe ich mich zu sehr an diesen täglichen Modus gewöhnt und muss mich da mal wieder umändern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das komisch, weil ich kann ja keine Projekte mehr starten. Läuft ja nur es läuft ja alles. Scheiße. Naja, schauen wir mal, ne? Ach ja. Das ist so das Problem, wenn man solche Serien macht, die halt so viele Folgen haben. Von einem einzigen Spiel. Da kann man nicht so viel wechseln. Was mir da auch gerade nochmal einfällt, ist, dass nächste Woche eventuell wahrscheinlich auch wieder TTT kommen könnte. Dann habe ich ja noch mehr ein Problem mit den 3 Videos am Tag. Dann kommen vielleicht doch wieder 4 Videos am Tag, weil TTT habe ich dann halt, wenn ich es auf der Platte habe, habe ich es halt auf der Platte, muss ich dann nur rendern. Und dann kann es halt kommen. Von daher, ja, kommen vielleicht dann doch, aber dann halt nicht täglich, sondern nur alle 2 Tage oder so. Ich weiß es noch nicht so genau, müssen wir alles mal gucken. Ihr seht es ja im Grunde. Was ist der Inhalt dieses Partes, dass ich einfach mal meinen Gedankenwirrwarr über diese Kanal-Projektsituation mit euch geteilt habe. Jetzt könnt ihr sagen, Cornel, das will ich alles gar nicht wissen, das langweilt mich halt, die Fresse. Ist mir doch scheißegal, bringen die Videos, ich gucke sie. Oder ihr sagt euch, ja, finde ich interessant. Vielleicht habt ihr eine Lösung, vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht habt ihr, also eine Lösung ist jetzt übertrieben, weil ich habe kein wirkliches Problem, aber vielleicht habt ihr Ideen für Optimierung oder so. Keine Ahnung, wie nehmt ihr das auf anderen Kanälen wahr mit den Projekten? Kommen die da auch täglich? Haben die auch immer dann, oder kommt da alles 2-tägig? Ist es irgendwie, ja, keine Ahnung, ist es wichtig? Würdet ihr NES Remix eher gucken, wenn 2-tägig kommt, oder würdet ihr das eher alles gucken, wenn es 1-tägig kommt? Da, keine Ahnung, sind alles solche Fragen. Vielleicht hilft es einem Projekt auch, wenn es 2-tägig kommt, so von wegen, dann hat man halt immer 2 Tage Zeit, um den neuesten Part dann zu gucken. Auf der anderen Seite frage ich mich halt dann wieder, was frage ich mich eigentlich? Ja, dann dauert, guck mal, zum Beispiel NES Remix, dann dauert das ja noch länger, das Projekt. Ich meine, es dauert so ja schon lange. Und, weiß ich nicht, fällt mir gerade irgendwie alles schwer, so ein bisschen das, wahrzunehmen. Aber ich würde halt, ich muss halt irgendwie, ich hätte einfach gerne eine Grundstruktur auf meinem Kanal und ich kriege es nie hin. Weil ich auch nie die Videos frühzeitig render oder so. Momentan nehme ich sowieso alles sehr, ne? Also wir haben jetzt halt, Samstagabend und, ich nehme halt am Samstagabend quasi
das Video für Sonntagmorgen auf, ja, Samstagabend. Ich werde jetzt gleich Fußball gucken, ich mache mir jetzt hier nach genüsslich mein Bier auf, werde den Part dann irgendwann rendern. Und ich hoffe, heute kommt auch noch Tomodachi Live, das werde ich nämlich wahrscheinlich morgen früh erst aufnehmen. Also, falls es nicht kommt, ne, weißt du Bescheid, war der Cornel mal wieder faul. Ja, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Gedanken dazu habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir die mitteilt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. War jetzt ein relativ kurzer Part. Ich hoffe, das ist zu verzeihen. Bis dann und ciao, tschüss, euer Wunderbarster Cornel. Wunderbarster hört sich so scheiße an, ne?